Hey Lara, alles in Ordnung? Ja, ich hoffe nur, dass ich Paola und Tobi wirklich zurückbekomme. Glaub mir, das schaffst du. Schau mal, du hast schon Paola gefunden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, das stimmt schon. Na komm, steh auf. Ich möchte unbedingt wieder schlafen, aber ich bin überhaupt nicht müde. Du kannst mir ja beim Versorgen der Pferde helfen. Dann wirst du auch bestimmt müde. Okay. Ich komme. So, wir müssen bei Balu und Kasper anfangen. Okay, machen wir. Hey, Großer. Ich muss die ganze Zeit an Tobi denken. Und ich hoffe, Paola geht's auch gut. Ich muss unbedingt wieder einschlafen. Ihnen geht es bestimmt gut. Hier, du kannst ihn ja ein bisschen pflegen. Dann wirst du bestimmt auch müde. Ich bin so froh, wenn Tobi und Paola wieder zurück sind. Dann kann ich sie auch endlich wieder putzen. Mist. Hä? Wo ist sie denn hin? Sarah, wo bist du? Malu, wo gehst du denn hin? Malu, kann es sein, dass ich wieder träume? Ich bin bestimmt irgendwie eingeschlafen. Aber ich war doch am Arbeiten. Ich bin doch gar nicht eingeschlafen. Oder vielleicht doch? Na gut, ich muss jetzt auf jeden Fall Paola und Tobi finden. Das ist klar. Oh, oder du hast mich schon gefunden. Hallo, meine Süße. Hallo, Liebes. Schön, dass du wieder zurück bist. Hallo. Paola folgt dir immer. Du fühlst und siehst sie zwar nicht, aber sie ist dir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Sie bleibt hier auf dem Hof. Schließe deine Augen. Okay. Ich werde es dir jetzt zeigen. Du hast dich ja um Malu gekümmert. Und Paola war die ganze Zeit bei dir. Du konntest sie, wie gesagt, nur nicht sehen, weil sie in deinen Träumen ist. Mein Süßer. Sie war ja wirklich die ganze Zeit bei mir. Ja, und jetzt müsst ihr Tobi finden. Das machen wir, Paola, nicht wahr? In welche Richtung sollen wir nur gehen? Hallo? Ist da jemand? Was ist denn, Paola? Ja, okay, ich komm schon. Du schon wieder. Ja, ich hab doch gesagt, dass ich wiederkomme, oder? Verschwinde sofort. Sag mal, kann es sein, dass ihr auf der Suche nach einem Pony seid? Woher weißt du das? Kann ja sein, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Und er sogar vielleicht bei mir ist. Was? Hast du ihn entführt? Nein, ich habe ihn eigentlich sozusagen schon gerettet. Er wurde ja von einem Menschen mit dem Pickup irgendwie abgeholt. Und dann habe ich Tobi gerettet. Er ist jetzt bei mir. Bring uns bitte zu ihm, bitte. Ich war zwar nett zu diesem Tobi, aber jetzt nicht mehr. Was willst du denn bitte machen? Er macht das, was ich sage, und das ist gut. Ich habe ihn nur gerettet, damit ich einen Diener habe. Oh mein Gott. Ja, und du musst noch meine Frau werden. Na, das weißt du. Niemals. Paola, ich dachte, ich habe dich verloren. Wo läuft er denn hin? Was ist denn, meine Süße? Oh mein Gott, dieses Wild fährt schon wieder. Na los, wir folgen ihm.
Der Zaun ist einfach viel zu hoch. Ich kann nicht drüber springen. Du sollst ja auch nicht drüber springen. Du bist mein Diener. Niemals. Lara wird mich finden. Das werde ich noch verhindern, mein Freund. Wenn du ihr was antust. Bitte! Lass uns eine kleine Pause machen, Paola. Ich bin so froh, wenn ihr beide wieder bei uns seid. Ich bin auch froh, wenn ich wieder bei euch bin. Na, sieh mal einer an. Wie süß. Du wirst ihr nichts antun. Ach, und du willst mich davon abhalten? Wie lustig. Das kann nicht sein. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Ich muss versuchen, da drüber zu springen. Auch wenn ich mir weh tue. Aber Lara ist bestimmt jetzt in Gefahr. Warst du eben bei Tobi? Ja, genau. Hey, langsam. Na komm schon, werd einfach meine Frau. Und dann ist alles gut. Hab ich dich. Ich kann es einfach fühlen. Lara ist in Gefahr. Ich muss es schaffen. Ich bin noch nie so hoch gesprungen. Jetzt muss ich Lara finden. Oh mein Gott, da bist du ja wieder. Paola? Komm, steh auf. Tobi? Ja, ich bin's. Ich bin da. Wir müssen Lara helfen. Hilfe, Paola! Danke, Paola. Ich war so nah dran. Tja, aber ich habe wohl wieder gewonnen. Ich hasse dich. Wie ist das möglich? Ich bin zwar klein, aber ich habe es geschafft. Ich bin gesprungen. Oh, Tobi, mein Süßer, ich habe gedacht, ich werde dich nie wiedersehen. Wir sind jetzt beide wieder bei Lara. Du wirst uns jetzt nicht mehr wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt habe ich euch beide wieder. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen, ja? Paola, was machst du? Wir müssen uns hinlegen. Los. Lara, du hast es geschafft. Tobi. Paola, meine Große. Ich wusste es. Sie schafft es. Lara, komm, steh auf. Lara, was ist mit ihr? Hey, Süße, komm. Steh auf, los. Los, komm, Lara, was ist denn los? Tobi. Los. Was denn? Du bist ihr Pony. Sie braucht jetzt deine Nähe. Glaub mir. Tobi, was machst du denn? Hey, Süßer. Nein, lass ihn. Tobi, das kitzelt. Lara, du bist so ein starkes Mädchen, du hast es geschafft. Ja, das habe ich. Das hast du großartig gemacht. Ja, aber ich habe auch Hilfe bekommen. Ach wirklich? Von wem? Nun, die beiden Süßen hier haben mir viel geholfen. Und eine Frau, die in meinem Traum vorkam. Hey, da bist du ja. Bleibst du jetzt hier bei uns? Nein, Süße.
Nur du kannst mich jetzt gerade sehen. Aber ich werde nicht hierbleiben. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Glück.